Tja. Okay, ich hoffe, du überlebst da hinten. Ansonsten befreien wir dich auch. Was haben wir denn hier so? Okay. Oder war ich hier schon? Okay, hier sind keine Gegner. Ach, okay, hier sind wir. Okay. Hier sind wir, na schön. Da müssen wir da vorne so runter. Zum Lager, alles klar. Okay, hier waren wir schon. Gut. Also auch nicht so viel wie gedacht. Wir sind einfach nur sehr verwinkelt. So. Schön da hochspringen. Ist hier was Neues? Okay, hier ist nichts gut. Na, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ach, hier waren die zwei Jaguare, stimmt. Okay, bin ich jetzt hier falsch abgebogen? Hey, wieso bin ich jetzt wieder hier? Oh Gott, ist das verwirrend. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Okay, wir müssen irgendwie da runter. So. Einmal hier schön. Und wo ist er hin? Nein, wo ist er hin? Okay, da nehme ich den Ring. So. Dann können wir es knacken. Lass knacken. So. Okay, 10 Gold. Ja, wow. Genauso wie bei einer einfachen Truhe. Ah, wie schwach. So. So kann man es gut austricksen. Okay, hier ist nichts Neues. Wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin? Shit, wir haben ihn verloren. Ja, ist nicht gut. Ah, hier sind so viele Tiere. Die müssen alle sterben. So, stirb. Gut. Na, zu spät. Ja, das machst du nicht. Halt's Maul. Ach, diese scheiß Bämmerei, geh mir so auf den Sack. Halt's Maul hier. Und du stirb. Na, schön treten. Schön treten. In den Baum treten. Los. Na, geh da weg. Toll. Da wird es sich reinglitschen. Okay. Ist da noch eine Höhle? Okay, da vorne ist Isabella. Alles klar. So, wieder was trinken, okay. Was ist das denn? Okay, hier ist nichts. Toll, keine Höhle, schade. Es waren nur die Alchemiten, die hier ein bisschen gechillt haben. Okay, zum Turm geht's da hin. Okay, da muss er wahrscheinlich irgendwo da vorne sein. Ah, wir haben ihn verloren. Ah, shit. So, stirb schon. Gut. Ah, komm ran. Immer schön treten. So. Ja, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Okay, hier sind bestimmt noch ein paar Pflanzen. Und noch ein Wildvieh. Aber wo ist der Typ hin, verdammt? Und ich glaube, da vorne ist Stahlbad, oder? Wartet ihr da vorne? Oh, ist ja düster hier. Richtig düster. Ist er überhaupt noch hier? Oder ist er zurückgegangen? Oder, ach ne, stimmt, er wartet da vorne, okay. Da vorne wartet er, stimmt. Okay, ich dachte, wir wären schon da. Auf der anderen Seite, aber nee. Alles klar.
So. Okay, dann gehen wir noch hier hin. Oder sollen wir da hingehen? Ja, doch, wir gehen da hin. Wir gehen da hin. Und räumen da noch auf. Und dann hätten wir es mal. Was mit der Inselaufräumerei? Hätten wir dann überstanden auf dieser Insel. Können dann hier komplett aufs Questen konzentrieren. Da, noch ein paar Wildschweine. Fleisch. Fleisch. Geil. Ah, nee, nicht geil. So, tschüss. Los, mach platt. Oh, du hast noch keinen einzigen Schaden gemacht. Willst du mich verarschen? Weniger treten, mehr angreifen. So. Ja, du nicht. Schön. Okay, da vorne ist Isabella. Da gehen wir nicht hin. Okay, noch ein paar Affen. Noch ein paar Affen. So viele Affen hier. Gut. Na, das ist sauer. So, tschüss. Gut. Na, gut gemacht. Diesmal. So ist mein Loot. Ach, okay, wieder so viele Wege. Ach, du Scheiße. Okay, was ist hier drin? Das sieht interessant aus. Okay. Aha. Okay, wieso ist hier niemand? Das ist verdächtig. Okay. Ich glaube, hier ist später irgendjemand, oder? Das ist ja seltsam, dass hier niemand ist. Kein Gegner, gar niemand. Eisenring. Und Wurfwaffen und Klingenfest. Meh. Nee. So, schön. Noch mehr Brocken. Dankeschön. Okay, schätze mal, hier kommt später jemand hin. Vielleicht. Aber schon verdächtig. So eine Höhle und dann ist hier nichts. Okay. Hey, wer bist du? Bist du Gegner? Und wieso läufst du so komisch? Sancho? Hast du was zu essen? Ich hab Hunger. Hab ich. Hier, ich geb dir was ab. Danke, Mann. Das ist ein feiner Zug. Ich ernähre mich seit Tagen von Beeren. Ich hab gerade frisch gekocht. Warum bist du hier draußen? Alcazar hat mich dazu verdonnert, durchs Gelände zu laufen. Das wäre gut für mich, hat er gesagt. Ein gebratenes Stück Fleisch wäre gut für mich. Na, hast du schon bekommen. Alcazar? Wer ist das? Die rechte Hand von Kommandant Sebastiano. Eigentlich ist er auch nur ein Protektor, aber aus irgendeinem Grund hält Sebastiano große Stücke auf ihn. Er überlässt ihm unsere Wacheinteilung und was noch viel schlimmer ist, er hat das Kommando über das Essen. Nee. Ist nicht wahr. Doch. Und der blöde Hund hat direkt eine strenge Rationierung vorgenommen. Rationierung! Okay, macht schon Sinn. Warum wurdest du verdonnert? Hey, ich wusste nicht, dass die Nahrungskiste dem Kommandanten gehört. Außerdem habe ich nicht alles gegessen, nur ein paar Würste von den Kleinen. Du hast nicht zufällig was zu essen dabei? Ich brauche auch nicht viel. Ein Stück Käse oder Schinken reicht mir schon. Hast du doch schon bekommen, willst du mich verarschen? Okay, hier, nimm nochmal. Hier, nimm was zu essen. Oha, Essen, danke. Ach, Mist, jetzt hab ich noch. Okay, Sekunde, das will ich sagen. Das will ich Ihnen ins Gesicht reindrücken. Da bettelt er gleich zweimal, okay, toll. Okay, da kann ich ihn verstehen. Ein Fresssack, der dazu verdonnert wurde. Da hast du es verdient. Nein, nicht zurückgehen.
Ist die falsche Richtung. Hast du was zu... Hier. Danke, Mann. Warum bist... Alcazar, das wäre... Alcazar, ist nicht... Nein, ist nicht wahr. Warum? Das ist einfach nicht wahr. Denkst du auch mal an was anderes als an Essen? Was soll ich denn machen? Ich kann nichts dafür. Ich habe halt dauernd Hunger. Okay, das kenne ich. Zum Glück setzt das bei mir nicht an. Die Uniform passt mir immer noch. Okay, ja, gut für dich. Hier, nimm was zu essen. Jetzt darfst du. Essen, danke. Na, kein Problem. Wie ist die Lage? Alles ruhig. Keine Molukken und keine Piraten weit und breit. Abgesehen von dir natürlich. Na, wollte schon sagen. Okay, dann halt hier die Lage weiter steif. So. Tja, die Lage steif halten. Ist auch interessant. Etwas anderes, die Lage unter Kontrolle behalten. Tja, aber näher will ich darauf nicht eingehen. Okay, und hier ist der Turm. Alles klar. Aber shit, wir haben den Typen verloren. Wir haben den Typen verloren. Rollen, rollen, rollen. Ho! Na komm, zieh doch die Waffe, okay. Jetzt mach das nicht automatisch. Das ist echt komisch. Richtig komisch, aber okay. Noch mehr. Noch mehr Viehzeug, noch mehr Ruhm. Ich will berühmt werden. So, noch viel mehr berühmter. Tschüss. Jetzt bist du dran. Da nicht treten, angreifen. Da kannst du auch mal was anderes außer treten. Okay, sie macht das extra. Na, du bist ein Mistvieh. So. Okay, falsch platziert. Gleich mitnehmen. Das hat niemand gesehen. Okay, jetzt sind wir hier wieder. Gut. Okay, hier ist noch so einiges. Interessant. So. Okay, wir müssen ihn nachher suchen da vorne. Irgendwo da muss er sein. So, aber jetzt mal die. Gibt das jetzt so viele Ablenkungen? Das sind solche Quests echt mühsam. Und schwer. So. Es gibt so viele Ablenkungen, ja, die scheiß Mistviecher. Die lenken immer ab. Da kann man jemandem schwer folgen. Okay, und da ist noch so einer. Was machst du denn hier? Okay. Bewachst du hier die Höhle oder was ist hier los? Was machst du hier? Hey, was trampelst du hier rum? Du verscheuchst ja alles. Na, warum stehst du hier rum? Was verscheuche ich? Die Tiere. Verdammt nochmal, die Jagd kann ich jetzt vergessen. Oh, sind die schon alle tot? Eigentlich bin ich ja wegen dem Jaguar hier. Und der ist, egal wie viel Lärm du machst, bestimmt noch in seiner Höhle. Klar, das ist klar. Was für ein Jaguar? Willst du mir den auch noch verjagen? Ja, dann will ich jetzt töten. Stell dich mal nicht so an. Schon gut, fand ich ernst gemeint. Der Jaguar treibt hier schon seit längerem sein Unwesen. Mittlerweile weiß ich auch, wo er sich versteckt. In einer Höhle. Soll ich dir helfen? Würdest du? Na klar. Klar helfe ich dir. Gut. Die Höhle ist gleich hier drüben. Folge mir. Okay. Überlassen wir ihm die Arbeit. So. Wenn er hier schon die ganze Zeit rumsteht und hofft, dass die Jagd erfolgreich ist. So, da sind wir. Ab jetzt leise und vorsichtig. Zieh am besten schon mal deine Waffe. Okay, alles klar. So leise und vorsichtig. So. Na, es ist seine Jagd. Er ist die ganze Zeit so mühevoll dagestanden und gehofft, dass die Tiere noch da sind. Da will ich ihm seine Jagd nicht wegklauen. Okay, ich habe keine Lust mehr. Ah, ist nix. Hier muss er irgendwo sein. Psst. Am besten scheuchst du ihn auf und ich erledige ihn dann. Okay, natürlich auf diese Art. Natürlich. Okay, wenn du mir so kommst. Der Schatz im Tal des Jaguars. Okay, es muss dann hier sein. Oder? Logbuch. Die Jaguarhöhle. Okay. Das will ich sehen. Okay, es ist doch wie... Okay. Die Höhle ist größer als gedacht.
Interessant, okay, ich will den Schatz. Ich will den Schatz, okay, es hat sich gelohnt. Ja, was soll das denn? Ich vergesse das immer. Dass man den Zorn nicht angreifen kann, wenn er das macht. Und jetzt sagt er doch auf. Das machst du nicht. Lass ihn in Ruhe, verdammt. So, nimm das. Toll. Dann würdest du auch mal was tun. Du hast eine Muskete, verdammt. Also baller rum. Dann könnte ich gar nicht noch angreifen, interessant. So, das für dich. Tja. Okay, tschüss. Na ja, der Volkreich, da geht er erstmal. Da geht er weg. Okay, so noch woanders. Oh, geil. Und hat sich das gerade bewegt? Apet ist schon im Bild. Okay, aber ein Jaguar in einer Höhle ist auch komplett neu und komisch. Oder nicht? Ist ja nicht wirklich ein Territorium für die. Aber okay, mach du mal Spiel. Und hat sich bestimmt auch nur versteckt. Hat die Angst vor ihm. Und kann ich auch verstehen. Der Jaguar ist tot. Sehr gut. Das wird Tito freuen. Hier. Das ist ein Teil von der Belohnung. Ich werde dann mal zu Tito gehen. Na, geh doch mal zu Tito. Der Tito. Mit den Titos. Oder so. Na, mal schauen, wie er drauf ist und wie er aussieht. Wenn wir ihn sehen, okay. Wo ist der Schatz? Aber wir gehen in die Richtung, okay, perfekt. Wir gehen in die Richtung da oben. Alles klar. Da oben müssen wir hin. Da ist ein Schatz. Der Schatz der Weißen. Ach, geil. Och. So, pass auf, Willen. Während er die Arbeit macht. Na los, schneller, ich will weitermachen hier. Wir haben noch viel zu tun. Na los, komm schon, genau. So. Und was ist das für ein Schatz? Zeig mal. Zeig doch mal. Oh, 500 Gold, geil. 700 Teller und Rubin. Cooler Schatz. Schön. Ja, perfekt. Geil, wir haben schon so viele Schätze, schön. Okay, dann noch einmal hier vorbeischauen. Wo geht's denn hier hin? Ach, okay, der kommt wieder hin. Ja, dann gehe ich zurück. Okay, ich glaube, das war's. Das war's jetzt hier mit der Insel erkunden. Aber nicht so ziemlich alles. Wo bin ich hier? Ah, hier bin ich, okay. War da vorne noch was? Da vorne? Ah ja, da war noch was. Da war noch was vor der Stadt. Und das muss sterben. Die Stadt muss sterben. So, stirb. Tschüss. Na, ja, Mistviecher. Okay. Okay, jetzt sind wir da. Oh, dann gehe ich weg. Das kommt später. Das werde ich ja mit Stahlbad erreichen. Okay. Jetzt haben wir hier bald komplett gesäubert und abgefarmt. Da war auch nichts weiter. Gut, dann suchen wir mal den Typen. Mal schauen, wo er sich hier versteckt hält. Oder warte, in diese Richtung noch. Da kommt ja noch einer. Okay. Ich kann dir nicht helfen. Schade. Na, wen haben wir denn da? Na, wer bist du denn? Ich bin... Warte, sag nichts. Du bist ein Pirat, aber gehörst nicht zu Crows Mannschaft. Okay, woher wissen das alle? Du hinterlässt eine Spur wie ein besoffener Krallenaffe. Und die Abdrücke deiner Stiefel habe ich vorher noch nicht gesehen. Also gehe ich davon aus, dass du noch nicht lange hier bist. Nein, inzwischen schon. Spuren? Glaubst du, wir lassen einen Piraten an unserer Stadt rankommen, ohne ihn zu beobachten? Merk dir eins. Hier draußen bist du nie allein. Na, jetzt schon. Okay, toll.
hat uns die ganze Zeit hinterher geschaut. Wir sind hier ständig auf und ab über der Insel hin und her. Und sie haben uns die ganze Zeit beobachtet und verfolgt. Ist auch interessant. Das hat sich gelohnt. Geil, dankeschön. Wie komme ich nach Puerto Isabella? Einen Kompass kannst du ja wohl lesen, oder? Nee. Also halte dich immer Richtung Süden. Immer schön zur südlichen Küste gehen. Okay, ich gehe nur Norden. Wo ist denn das? Wie komme ich ins Lager der Eingeborenen? Willst du mich testen? Ich bin deinen Spuren bis zu ihrem Lager gefolgt. Du warst also bereits dort. Ich weiß ja nicht, warum du dich dort rumtreibst. Aber du solltest vorsichtig sein. Die Molukken sind immer noch unsere Feinde. Also freunde dich besser nicht mit ihnen an. Na, sonst was? Na komm, sprich dich aus. Worauf muss ich im Dschungel achten? Tja, gefährlich ist es überall. Aber die Küste haben wir ganz gut im Griff. Je weiter du ins Landesinnere gehst, desto wilder werden die Monster. Krallenaffen sind noch harmlos. Auf die Jaguare musst du aufpassen. Na, sind alle tot. Und weit im Norden gibt es riesige Insekten. Auch tot. Denen geht man besser aus dem Weg. Sei ständig bereit. Denn man weiß nie, ob hinter dem nächsten Busch ein Molukke lauert. Ja, natürlich. Das sind die schlimmsten Gegner. Immer schön die Augen aufhalten. Na, mach mal, aber woanders. Tschüss. Zasso hat uns die ganze Zeit hinterher spioniert. Und die haben hier wen getötet. Ja, das darf nicht sein. Die haben Loot oder eine Erfahrung geklaut. Loot nicht. Wäre ja noch schlimmer. Aber Erfahrung ist weg. Okay, ich wäre dafür, ihn zu töten. Dafür, dass er uns die ganze Zeit hinterher stalkt. Aber das dürfen wir leider nicht vom Spiel. Okay. War ich ja schon. Okay, was ist denn da für eine Brücke? Ah, okay, hier kommen wir noch. Da kommen wir noch dahin. Und was ist hier? Oh, geil. Das will ich looten. Schön. Bisschen Kork und eine Fackel. Gut. Ja, warum nicht? Wir brauchen Streichhölzer. Oh, shit. Ah, es kommt überraschend. Und ich habe nicht gespeichert. Nein. Ich habe nicht gespeichert. Und Stier. Tschüss. Ja, gut gemacht. So. Ah, es kommt überraschend. Okay. Oh, scheiße, noch mehr. Oh, ouch, ouch. Hast du's mal? Oh, beruhigt euch doch. Dem einen nach dem anderen. Immer der Reihe nach und jetzt geh aus dem Bild hier, du störst. Ich seh so nix. Komm ran. So, tschüss. Ah, das war komisch. Tja. Okay. Zeit für ein Streichholz. Wir gehen nach unten. So. Was haben wir denn hier? Okay, hier ist nix. Schade. Und hier sind nur Ratten. Okay, die müssen sterben. Wir brauchen Erfahrung. Erfahrung. So. Nein, wo ist die Fackel hin? Okay, noch. Gut, scheiß auf die Fackel. Dass sie so schnell ausgeht. Und Patty kann auch keins halten. Das ist auch blöd. Das hätten sie einbauen können. Dass man hier sagt, hier, nimm mal eine Fackel. Aber leider geht das nicht. Da wurde wohl nicht daran gedacht. Tja. Okay. Und hier kommen wir raus. Okay, wo sind wir hier? Irgendwo, wo wir noch nicht waren. Na toll. So viele Wege gibt es hier. Ach, okay, hier sind wir. Ach, okay, dann sollte Stahlbad irgendwo hier sein. Interessant. Autsch. Ja, gut gemacht. So.
Okay, Moment. Wenn das hier mit Stahlbad zu tun hat, machen wir das später, oder? Ja, machen wir das später.